Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Strategy Guns Table 6. Gott, das ist jetzt wieder eine Ungewöhnung, ich will jetzt Down 5 sagen. So, ja, das letzte Mal waren wir relativ erfolgreich und haben ja schon mal ein bisschen Kohle verbuddelt. Die muss ich nochmal ausbuddeln und ich habe keine Schaufel. Das ging gut. Moment. Ich habe noch ein paar Dinge vorbereitet, die wir dann machen werden, aber ich habe jetzt nicht... Okay, folgendes. Wir buddeln die Kohle später aus. Ich mache erstmal so einen Eimer. Und ich... Kann ich da draus eigentlich? Nee, ne? Nee. Mach das mal ganz kurz so hier. Ach, guck mal, ich habe Kupfer gefunden. So, schwupp. Schwupp. So, zweiten Ofen. In unserem kleinen Ding hier. So, das Ding rein. Und zwei Sticks. Zack, zack. So, dann kann der schon mal braten. Dann haben wir nämlich unseren ersten Eimer. Dann können wir das Feld schon mal hier oben hin platzieren dann. So, und dann mache ich mal folgendes. Ich baller das Ding mal weg. Das mal nach hier. Beziehungsweise, nee, warte, wir machen das anders. Wir machen... Das kann ich eigentlich sogar schon mal mitnehmen hier. So. Okay. Dann hätten wir nämlich schon mal das, ne, wie heißt's, na, jetzt komme ich nicht auf den Namen, das Kupfer mitgenommen. Dann haben wir schon mal Kupfer, damit brauchen wir jetzt nur Aluminium und ich weiß sogar, welches ist. Damit wir ein bisschen weitermachen können. Und ich mache folgendes, ich platziere jetzt mal den Erholt. Ein wenig stört hier unten. So, ist ja erstmal. Verdammt. Flup. Ah, perfekt. So. Zack. So, und zwar wollte ich das Bett nämlich verschieben. So. Und was wir jetzt machen werden, ist erstmal ein paar Dinge nochmal machen. Zum einen brauchen wir nämlich ein paar Sachen für Tinker: Stencil Table. Part-Builder, eine Pattern-Chest wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oh, das sieht cool aus neuerdings. Part-Builder, Stencil-Table und dann brauchen wir nochmal... Ah, ich habe noch genug Holz. Wunderbar. Zack und zack. Eine Tool-Station. Wunderbar. Und damit haben wir alle vier Sachen. Die kriege ich aber jetzt hier nicht hin platzieren. Platzieren wir sie draußen, ist ja egal. So. Zack, 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 zack. Sieht cool aus. So, das Ding, nee, Stencil Table, das kommt hier rein. So, Dille. Theoretisch brauche ich eine Crafting Station. Ich packe die mal mit hier raus, damit wir das alles über ein Ding benutzen können und nicht dauernd hin und her switchen müssen. So, jetzt können wir hier oben einfach drauf zugreifen. So, und das überall. Okay, die ersten Sachen, die ich nämlich gerne machen würde, wären zum einen Schwert, Spitzhacke, Axt und so weiter, dass wir es besser reparieren können. Das bedeutet, wir brauchen erstmal ein paar Stencil. Wir brauchen eine Pickaxe, wir brauchen eine Schaufel, wir brauchen ein Schwert, brauchen eine Tool Rod, wir brauchen ein Binding, wir brauchen einen White Guard, brauchen vielleicht noch eine Axt, das wäre auch nicht schlecht. White Guard, eigentlich mehr brauchen wir erstmal gar nicht, ne? Ich glaube, das war's. Okay, einmal alles rein. So, und zwar brauche ich erstmal Cobblestone. Ich weiß gar nicht, kann ich es mit jedem Cobblestone machen? Also auch mit dem hier? Wir finden es heraus. So, dann machen wir kurz das weg hier. Klauen wir mal noch ein bisschen Endeside hier. Dafür habe ich einen Cobblestone. Kommen wir sicher sehr weit. So, und dann können wir nämlich ganz einfach jetzt hier sagen, wunderbar, ein Stone Pickaxe Head, ein Shovel Head, ein Axt-Head. So. Und dann möchte ich gerne, also das, muss ich mal ganz kurz gucken. Das braucht alles ein Binding, ne? Wunderbar. Dann können wir nämlich überall einen Holz-Binding machen. Und erstmal auch einen Holz Grifting, dieses zwischen, ich komme gerade nicht auf den Namen, wie man es nennt. Den Handle. Handle.
Genau, ein Händel können wir aus Holz machen, das andere auch erstmal. Wobei, Schwert habe ich noch nicht gemacht, das können wir aus Flint machen. So. Zack. Schwert machen wir aus Flint, weil das hat nämlich Crude. Mal gucken, Stone Broadsword. Das hat nur Cheap. Cheapskate. Das ist nicht, was ich möchte. Ich möchte kein Crude haben, auch wenn es weniger Durability hat. Blade einfach nur, ne? Ja, hat sogar mehr Durability. Gut, dann machen wir das. Das ist aus Flint, wunderbar. Dann den Handle. Also erstmal hier das Zeug. Zack. Und zack. Wir brauchen noch mehr Holz. Verdammt. Die Frage. Aber ein Stick zählt doch auch als. Zählt ein Stick? Nein. Kann ich aus einem Stick? Ja, wunderbar. Okay, so, zack. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Damit haben wir erstmal unsere ganzen Stone Tools dann fertig. Also, Spitzhacke. Schwupp. Zack. Schaufel. Zack. Axt. Und Schwertchen. So. Damit haben wir schon mal ein paar bessere Sachen. Das nehme ich mal mit. Das kann erstmal hier bleiben. Das Schwert können wir erstmal wegtun dann. Die alte Spitzhacke auch. Die Steinspitzhacke hier auch, weil wir machen das jetzt nur noch damit. So, ich habe auch ein bisschen Seared Stone schon mal gemacht. Also Seared Bricks. Damit wir jetzt nämlich hoffentlich relativ zeitnah alles mögliche machen können. Und zwar brauchen wir. Gucken. Wir haben ja sogar eine Quest dafür, ne? Da sehe ich ja genau, was ich brauche. Und zwar. Da. Wir brauchen ein paar Sachen. Seared Bricks brauchen mindestens zwei. Also, das ist die Anzahl, was hier drin steht, ist für eine Smeltery, für so eine einer Smeltery, wo man ein Ingot reinpacken kann. Also ein Block rein. So, also wir brauchen zwei davon. Ein Tag. Okay. Eins, zwei. Drain. So ein Faucet brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Tank. Dafür brauche ich Glas. Okay, das machen wir mal eben schnell. Wird zum Glück alles da. So. Controller. Na, so. Zack. Zack, Controller. Das Glas haben wir auch. Dann können wir nämlich mal den Tank machen. Fehlt noch was? Casting Tail brauchen wir noch. Und ich glaube, ich habe mich verrechnet, oder? Nee, habe ich nicht. So, damit haben wir eigentlich theoretisch sogar die Quest fertig. Und damit können wir jetzt theoretisch Platten machen. Und zwar billiger als die anderen Platten. Weil wenn wir mal gucken, ich kann es mal zeigen, Iron Plates. Mit 4 Ingots und einem Hammer können wir Platten machen. Oder auch, wir machen es mit der Smeltery. Dafür brauchen wir allerdings dann Lava und alles mögliche. Aber dafür kriegen wir dann, und wir brauchen natürlich noch einen Plate Cast, den wir erstmal kriegen, indem wir auf eine Platte überhaupt was gießen. Das heißt, wir brauchen eh eine Platte dann so, aber wir können vor allem erstmal unsere Tools besser gießen. Und zwar bauen wir das mal ganz kurz hier auf. Ja, das mal hier. Zack. Tank. So, dann brauchen wir theoretisch noch den Drain und wie viel kann ich daraus machen? 6. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, das wird nichts. Aber ich könnte oben drauf nochmal 4 packen. Da hätten wir eine 2 hohe Smeltery. Ich meine, wir müssen sie eh größer bauen. Machen wir das mal. 1, 2, 3, 4. Zack. Zack, zack, zack. Und zack. So, dann kommt das Ding mal hier oben drauf. Dann haben wir eine 2er Smeltery mit 2 Slots. Wir brauchen natürlich jetzt noch ein bisschen Zeug, dass wir überhaupt das noch schmelzen können. So, ich packe das mal hier unten wieder rein. Den brauche ich oben noch. Das müssen wir noch hinstellen. So, das mal in die Richtung einfach mal. Weniger Platz weg.
Den Tank nehme ich mit, weil den müssen wir ein bisschen füllen. Und mit Hilfe des Clay Buckets kann ich zum Beispiel erstmal dann hier oben uns ein schönes Feld machen. So. Da können wir dann das Feld schön hier hochpacken. Das gefällt mir. So, jetzt tun wir aber erstmal unsere Kohle ausbuddeln. Wo war sie? Hier war sie. Und zwar haben wir wunderschöne Ascheblöcke. Wenn wir die jetzt wegmachen. Tada! Wir haben über einen Stack Charcoal. Besser kann es gar nicht laufen. Das heißt, wir haben mehr als genug Charcoal erstmal. So. Um alles Mögliche zu machen. Wir haben sogar Asche. Kann ich aus der irgendwas Tolles machen? Ashenbrick. Fertilizer könnte man draus machen, aber da habe ich auch nichts. Okay. Gut. Das wird dann nichts. Dann packen wir die Asche erstmal weg. So, wir haben auf jeden Fall Kohle und man sieht, ich habe auch Charcoal gefunden. Normale Kohle gefunden und habe auch eine Fackel. Und zwar habe ich nämlich schon was gefunden. Und zwar hier drüben. Und zwar ist hier direkt eine Höhle. Wo sogar ein Creeper unten ist, weil er kommt nicht zu uns. Wir haben hier Order Crystal auch noch und das wollte ich nämlich mal zeigen, bevor ich das jetzt hier abgebaut habe. Die Order Crystal sind von Thawncraft. Und sobald wir die einsammeln, wird was kommen von wegen... Zack! Your finger tingles strangely as you handle the crystal. What does that mean? Maybe some rest will inspire you. Okay, jetzt müssen wir schlafen gehen. Das heißt, die nächste Nacht schlafen wir und danach werden wir erfahren, was es damit auf sich hat. Hier unten sind sogar noch mehr Crystal und da ist ein Creeper. Du kannst bitte da unten bleiben. Kriegen wir das hin? Ich kann nicht angreifen. Ich muss erst den Crystal wegmachen. Nicht hochgehen. Komm her! Du Dreckding! Okay. Moment, wir kriegen den... Okay, jetzt ist er nach unten gelaufen. Jetzt kommt er wieder. Wunderbar. Aha! Success! So, hier ist es dunkel. Ich nehme nur mal hier so ein bisschen nochmal die Terror Shards mit. Okay, dafür brauchen wir Mining Level Ardite, da kommen wir noch nicht ran. Und ich sehe gerade gar nichts. Moment. So, hier war auf jeden Fall erstmal Aluminium. Das war das, was ich noch sagen wollte. Hier ist noch Aluminium. Das können wir schon mal mitnehmen, weil das brauchen wir dann noch für unsere Tools. Und Ember ist eigentlich... War Ember? Ember hatte Well Established. Das können wir auf jeden Fall auf die Tools drauf machen, damit wir erstmal mehr Erfahrungspunkte kriegen. Und hier war auch noch Aluminium. So, damit sollten wir nämlich dann die Kohle mit. So, damit kriegen wir mehr XP dann für alles, was wir töten mit Schwert oder halt Spitzhacke oder was weiß ich. Und jetzt kommt nämlich noch was und zwar hier drüben. Da-da-da-da, ist noch eine Höhle. Und hier haben wir gleich Eisen. Da sind auch noch ein paar mehr Crystal und hier ist es laut. Moment. Nee, Mod Settings. Dynamic Surroundings. Config. Block Options. Nee, falsch. Wo ging das? Individual Sound Configuration? Okay, jetzt muss ich nur gucken. Die Sounds, Mudwalk, wie wird denn das? Vielleicht Water? Was? Water? Warte, da war Water. Water Stereo Fix, Water Through, Water Wonder. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist es nicht. Das ist auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Nee, das sind sie nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was der Effekt ist. Okay, wir gehen einfach von hier weg, dann wird es eh dumpfer. Nur,
falls ihr zu bedenkt. So. Hier haben wir nämlich ein bisschen Lava. Hier hinten ist noch eine Höhle mit Eisen. Und ich werde jetzt erstmal Folgendes machen. Ich werde jetzt... Oh, das ist das Quartz. Oh, wir haben alles mögliche hier. Wunderbar. Wir brauchen nicht mal so weit rein. So, das war ein Glowschwung, genau. Hatten die ein kleines bisschen Licht gemacht. Okay, nicht so viel, wie ich wollte. Ich muss auf jeden Fall erstmal was essen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zurück. Ich nehme die Crystal mit. Ich glaube, es wird auch dunkel draußen. Dann können wir nämlich nochmal unseren Traum haben. Und dann... Moment. Ja, wird dunkel. Wunderbar. Dann haben wir noch unseren Traum und dann mache ich einen kurzen Cut, gehe ein bisschen auf Mining-Tour und dann verbessern wir noch unsere Tools ein bisschen. Auf Mining- und Lava-Sammeltour. So, wir haben schon mal Eisen. Das ist schon mal sehr gut. So. Dann gehe ich ganz kurz schlafen und dann werden wir jetzt einen wunderschönen Traum haben. You never could get to sleep. In your insomnia you scribble some notes. What do they mean? Strange dreams. Page 1. I had the strangest dream last night. In a dream, I took 3 of those strange crystals I've been finding and ground them with a handful of redstone in a bowl, using a piece of flint. The crystals had to be of different types, but if I did it properly, then the result was a strange glowing dust. In a dream, I took the dust and sprinkled it on a bookcase. But the dream ended before I saw what happened. I wonder, should I do what the dream showed? I have the impression the dust was going to reveal something wondrous, but dangerous. Und diesen Dust, den wir machen müssen, ist sogenannte Salis Mundus. Take 3 Risk Crystal of different types, deswegen habe ich noch einen dritten gesammelt. Zack, zack, zack. And combine them with redstone dust by crafting them with a flint and a bow. Wir brauchen noch redstone dust. Okay. Das heißt, wir haben noch, wir können das eh noch nicht machen. Aber wir haben schon mal die Crystal. Okay, gut. Dann machen wir das nächste Mal. Also nicht das nächste Mal, sondern dann, wenn wir so weit sind. So. Zack, zack, zack. Dann gehe ich jetzt schnell mein. Beziehungsweise noch was essen. Ich gehe dann jetzt erstmal mein und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich ein bisschen was geholt habe. Ich sollte vielleicht auch mal noch ein paar Fackeln machen. Wenn ich einmal dabei bin. Zack, zack, flup. So, hauen wir noch ein paar Fackeln. Strange Stream lassen wir mal hier. Das nehmen wir mit. Oh, ich Materials and You dabei. Egal, so. Da habe ich einen neu bekommen. Egal. Gut, jetzt wirklich, bis gleich, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, ne? Bis gleich. So, Dille, da ist er wieder. Ich war fleißig. Ich habe ein bisschen gemeint. Habe ein paar Erze gesammelt nochmal. Habe auch mir mal eine Madhawk gemacht. War ja nicht schwer, das Zeug dafür hat man ja alles schon. Und habe mal ein Feld angelegt. Das soll uns erstmal ein bisschen was bringen. Ich habe hier noch ein paar Sachen übrig. Das hier unten mache ich dann immer, wenn eins fertig ausgewachsen ist, baue ich es komplett ab. Und pack es hier oben mit rein, dass wir es dann hier oben alles relativ zentral haben. Genau. Ich war auch im anderen schon mal fleißig und habe schon mal ein wenig Aluminium, also 3 Aluminium und 1 Kupfer eingeschmolzen. Und wir haben jetzt 8 Aluminium Brass. Das sollte uns erstmal helfen, ein paar Casts zu machen. Für alles Mögliche, wo ich schon mal ein paar Scheinsachen gemacht habe. Was wir aber als erstes machen, ist ein Engineer's Hammer. Oder was heißt als erstes, was eines der ersten Sachen, die wir machen, ist ein Engineer's Hammer. Der es erlaubt uns, wie ich schon mal gesagt habe, eine Platte zu machen. Das heißt, wir können jetzt... ich muss mal ganz kurz gucken. So, ganz kurz. Weil er detektet es nicht automatisch. Dass wenigstens das schon mal jetzt hier... So. Und dann machen wir jetzt das Splitline. Zack. Detect. Wunderbar. Damit haben wir eine Platte. Und jetzt geht es theoretisch los. Jetzt können wir alles mögliche machen. Wir können Coke aufmachen. Wir können Alloy Kill machen. Cauldron sowieso. Machine Frame. Ja, wir haben ein paar Möglichkeiten. Charcoal habe ich gar nicht detected. Er hat es auch irgendwie nicht geändert. Moment, hatten wir es nicht das letzte Mal geändert?
wartet. Gut. Pile. Hatte ich nicht das letzte Mal sogar noch geändert in der letzten Folge? So, okay. Gut. Jedenfalls, wir haben eine Platte. Und das sind die ganzen Sachen, aus denen ich jetzt gerne Casts machen möchte. Alle schaffen wir natürlich nicht, weil es sind 9 Dinger, aber wir brauchen auch erstmal nicht alle. Auf jeden Fall möchte ich einen Plattencast. Wir brauchen übrigens noch einen mehr als das, was ich jetzt hier übrigens aufgezählt habe. So, einen Plattencast. Wir brauchen noch ein Ingot. Dafür reicht aber alles, als was irgendwie ein Ingot ist, zum Beispiel ein Clay. Deswegen ich mal ganz kurz einen Brick mache, weil das ist jetzt das, was mich am wenigsten kostet. Ich möchte kein Eisen verschwenden. Oder sonst was, deswegen flup, Brick. Dann machen wir jetzt nämlich den Cast noch. Und ich kann schon mal ein wenig Eisen aufschmelzen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Bronze später, aber erstmal Eisen. So, damit haben wir jetzt erstmal eine erste Erzverdopplung über die Smeltery ein bisschen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Spitzhackenkopf. Ein Schwertkopf hätte ich noch gerne, eine Rod und ein Arrowhead erstmal. Beziehungsweise das könnte man auch noch machen. Okay, mal erstmal das hier. Spitzhecklein. Ein bisschen reicht die Lava noch, aber wir können jetzt auf jeden Fall Platten einfacher gießen. Das heißt, wir verbrauchen weniger Ingots, wenn wir jetzt beispielsweise einen Eimer machen wollen oder so. Vor allem können wir einen Eimer. Haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können es aus Eisen oder aus Aluminiumplatten machen. Wir haben so viel Aluminium, ich werde das alles aus Aluminium machen. Aus Aluminium. So. Schwupp. Weil ich möchte nämlich gerne auch einen Bogen noch machen. Das heißt, wir werden ein paar Sachen dann anfangen können. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie viel haben wir noch übrig. 1. Okay, also ich kann mir jetzt aussuchen, was ich gerne noch machen möchte, aber erstmal brauchen wir eigentlich nichts davon. So, das heißt, ich mache mal Eisen nach unten und tu mal Aluminium gleich noch mit aufschmelzen. Das können wir mal gleich als erstes machen. Platte. Zack. Aluminium. Da machen wir noch ein bisschen. Aluminium schmilzt zum Glück so schnell, dass wir wirklich keine Probleme haben. Was das hier angeht, weil dadurch geht auch kaum Lava runter, weil die Lava verbraucht sich nur pro Tick. Und ja. Ich bin dumm. Okay, wir haben eine Eisenplatte gemacht. Ich bin dumm. Ich habe vergessen, dass wir 2 Ingots pro Platte brauchen. Das heißt, ich schmeiße hier nochmal 2 Eisen rein. Und mache jetzt hier nochmal 2 Platten damit. Ich bin doof. Okay, ja gut. Das passiert einmal und dann nie wieder. Zack. So, damit haben wir jetzt die Platten und damit können wir uns jetzt erstmal einen wunderschönen Eimer machen. Wir haben jetzt einen Eimer, der nicht kaputt geht und ich kann schön auf Lavasuche gehen. Das freut mich. So, wir haben noch Eisen. Dann können wir gleich mal Folgendes machen. Wir upgraden mal unsere Spitzhacke. So, das war unser Eisen. Ah, dann können wir unsere Spitzhacke nämlich upgraden. Und das sollte relativ viel bringen. Wunderbar. So. Und bevor ich das mache, mache ich mal einen Cobblestone hier rein. Damit es repariert ist. Und dann jetzt auch repariert ist, aber wir haben wesentlich höhere Durability. So. Isn't it an Iron Pick? Ja, upgrade your Pickaxe. Wunderbar. So. Was ich jetzt gerne noch hätte, ist, wir haben ja Amber. Jo. Wir haben ja Amber, ne? Dann machen wir nämlich mal aus dem Amber. Machen wir mal Binding. Das Binding, warte mal, ich kann mal ganz kurz Binding Wood. So, das Wood-Binding hat eine Durability von 15. Das Binding hat eine Durability von 100. Wir machen natürlich das hier. Und wir haben immer noch die Rod aus Holz. Das heißt, wir haben immer noch Ecological als Modifier drauf. Und unser Tool repariert sich. Aber wir kriegen mehr XP. Das heißt, 1, 2.
Ja, die Axt und das erstmal. Die Schaufel brauchen wir erstmal nicht. Und dadurch kriegen wir zum Beispiel auch durch die, durch das Abbauen von einfachen Blöcken kriegen wir beispielsweise dann schon Erfahrungspunkte. Das heißt, wir kriegen selbst bei Cobblestone, wir kriegen überall Erfahrungspunkte, was extrem gut ist. Das heißt, wir brauchen nur Mending. Dann haben wir ein wunderschönes, selbstreparierendes Tool. So, Dille, jetzt ist die Frage, was wollte ich nochmal? Achso, genau, ich wollte nochmal, eigentlich nochmal einen Axtkopf machen. Zack, dann können wir nämlich noch die Axt upgraden. Und haben wir in dieser Folge ordentlich geupgradet schon mal. Flup. So. Zack, zack. Dann haben wir diese Spitzhacke schon mal. Die Schaufel brauchen wir jetzt erstmal nicht. Schwert ist die Überlegung. Iron Swordblade. Wollen wir die machen? Durability 204, Attack 4. So, Flint. Blade. Attack 2,9. Dafür hätten wir Crude 2. Weil Crude, Bonus Damage against Unarmored Target. Will ich das? Warte mal, Flint. Gibt es nicht sogar die Möglichkeit? Das hat auch Crude drinne. Oder machen wir ein Binding und machen die Blade? Aha, okay, Moment. Eisen nochmal rein. Dann nochmal das. Und dann tue ich mal hier ein bisschen auf Eisen aufschmelzen. Dann machen wir uns noch ein paar Ingots dann, dass wir ein bisschen Eisen haben. So, zack. Okay. Dann tun wir mal ganz kurz hier. Nee. Hier. Flint. So, und dann ist die Folge nämlich auch schon wieder zu Ende. Aber wir haben dann hoffentlich ordentlich was geschafft. Zack. So. Das brauchen wir einmal. Und dann zack, zack, zack. Im Moment haben wir versus Unarmored 10. Aber wir gehen da ein bisschen runter. Jetzt haben wir nur 5, aber wir haben allgemein plus 6 Attack Damage, vorher haben wir 4,9. Das ist besser. Okay, wunderbar. Und das Schwert sieht auch gleich besser nach einem Eisenschwert aus. Wunderbar, dann haben wir ein schönes Schwert. Das Zeugchen upgrade. Ich könnte hier theoretisch auch noch Ember reinbringen. Möchte ich aber erstmal nicht. Weil die XP, die wir dadurch kriegen würden, bringen mir erstmal nicht so viel. Gut, dann würde ich sagen, ich werde jetzt nochmal ein bisschen dann minen gehen. Werde nochmal ein paar andere Sachen machen. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Und dann werden wir mal schauen. Aua. Warum wache ich immer irgendwie in der Wand auf? Und nächste Folge werden wir dann mal schauen, dass wir weiterkommen. Dass wir nochmal ein paar Sachen mehr machen können. Und am Ende des Tages hoffentlich das nächste Mal eine Mill haben. Für eine automatisiertere Erzverdopplung. Mal gucken. Also dass wir praktisch nicht die Smeltree brauchen für die Erzverdopplung, sondern dass wir die Smeltree nur nutzen erstmal für wirklich unsere Tools. Weil Lava ist im Moment relativ teuer und wir haben jetzt schon fast einen halben Eimer verbraucht. Nur für die paar Tools. Gut, aber ich habe ein bisschen was. Theoretisch, weil ich möchte gerne eine Lederrüstung haben. Die können wir so machen. Aber es gibt auch noch eine Tent-Leather-Rüstung, die wir dann brauchen, weil die können wir upgraden. Und da können wir zum Beispiel eine Eisenrüstung draus machen. Goldrüstung oder was weiß ich nicht. Ja. Das heißt, Eisenrüstung ist mein nächstes Ziel. Mal gucken. Und ja, deswegen mache ich jetzt schon mal ein bisschen was. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich bin dann fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und sehe sich beim nächsten Mal wieder. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Und auf Hilfe. Wiedersehen.